InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Bereits zum zweiten Mal ÖFB Cup Spitzenklub-Auslosung für Union Gurten. Sensationell, welches Glück die Union Gurten in der ÖFB Cup Auslosung hat. Voriges Jahr war es Red Bull Salzburg. Das Spiel wurde aus verschiedensten Gründen im nahegelegenen Bundesligastadion der SV Gundermatik-Ried ausgetragen. 6.000 Besucher kamen, um die Gurtner gegen die Bullen gewinnen zu sehen. Das Ergebnis ist bekannt. Dann die Auslosung zur diesjährigen zweiten Runde, nachdem das Team unter Cheftrainer Peter Matric den VfB Hohenems am 22. Juli mit 1:0 besiegt hatte. Nach Salzburg im Vorjahr trifft die Union Gurten am 27. September auf Rapid Wien. Grund genug, zu einer Pressekonferenz in den Raiffeisensaal Ried einzuladen. Man hat in der Vergangenheit immer wieder große Spiele vor der Brust gehabt, das Union Gurten. Man weiß, damit umzugehen. Aber dieses Mal ist es noch einmal ein Stück besonderer. Dieses Spiel, es ist der Rekordmeister, es ist Rapid Wien, es ist der Cupsieger und es ist auch ein neuer Spielort. Ja, der dieses Spiel so ganz besonders macht. Lass uns ein bisschen über diese Stadionsituation sprechen. Das Spiel findet am 27. September statt, 20.30 Uhr, Primetime im Klaus-Reutinger Stadion. Warum wird im Klaus-Reutinger Stadion gespielt? Ja, bisher hat es für uns immer nur eins gegeben, wenn wir ein Cup-Spiel haben, das drauf in Gurten aus, da wollen wir den Heimvorteil nutzen und den kleinen Platz und unsere Spieler spielen die Leute Tag drauf. Letztes Mal gegen die Salzburger haben wir das erste Mal gewogelt. Ja, was tun wir? Sollen wir doch daheim spielen oder ausweichen, wo wir natürlich größere Stadien hätten? Als dann ein paar Tage später der ORF gesagt hat, das ist ein Live-Spiel, ist uns die Entscheidung ja abgenommen worden, weil das in Gurten ja nicht ginge. Wir sind dann ins damalige Josua Arena gegangen, jetzt ja Innviertel Arena, und wir haben uns dort super wohl gefühlt. Wir haben das bis auf die Stehplätze angefühlt. Eine tolle Stimmung, ein schönes Fest und die SVR hat uns gewaltig unterstützt, die Organisation, und ja, war wirklich eine lässige Geschichte. So, jetzt haben wir heuer Rapid gezogen, da haben wir gar nicht mehr überlegt, ob wir das daheim austragen können, sondern es war eigentlich klar, dass wir schauen, dass wir wieder in die jetzige Innviertel-Arena gingen. Ja, ich war dann auf Urlaub, der Gottfried hat seine Kontakte da genutzt und der Sebastian hat noch mitgeholfen. Es hat mehrere Anläufe gegeben bei der SVW und es hat von Anfang an einfach nicht gut ausgeschaut. Die Räder haben am Wochenende vorher ein Meisterschaftsspiel, haben am Dienstag das Heimspiel gegen WRC und dann am darauffolgenden Wochenende noch die Wikinger Heimspiel. Also es wären innerhalb 7-8 Tagen 4 Spiele gewesen. Ja, wenn ein schönes Wetter ist, wahrscheinlich ging es auch, dann schlägt es, ja, nimmt man sich am Rosen mit. Ja, wir haben alles versucht und es hat dann, glaube ich, hauptsächlich wegen uns an der Vorstandssitzung geben, bei der SVR, ob man uns doch irgendwie einzwicken kann. Ja, es ist leider nicht gegangen, es ist es zum Akzeptieren. Schade natürlich, aber wir sind jetzt halt niemand böse, um Gottes Willen. Nächstes Jahr wieder mal, vielleicht haben wir wieder mal so ein Hammer los und dann sind wir froh, wenn wir wieder zur SV ein dürfen. Ja, erst einmal, Rapid ist natürlich ein Traumlos. Ich meine, da braucht man nicht reden, das ist noch mit. Ich glaube, das Beste los, was du erwischen kannst, natürlich auch von den ganzen Aufladungen her schwierig los. Sportlich, sage ich mal, freue mich, dass man den Amte Beitsche, was natürlich 6 Jahre bei uns gespielt hat, natürlich auch bei jedem Spiel dann ein Riesenland drüber zugeschaut hat und da war und auch Freundschaft aufgebaut hat, auf den freue ich mich am meisten, weil den kennt man halt gut. Und ich sage schon, wir haben sicher, ich bin überzeugt, dass wir eine Chance haben und bin überhaupt, glaube ich, schon sehr positiv gestimmt, dass man die Rapidler da ein kleines Bein stellen können und dass man weiterkommt. Union Gurten-Kapitän Thomas Reiter zum großen Auftritt gegen Rapid. Wie denkt die Mannschaft über diese Begegnung am 27. September gegen Rapid? Wie will man gewinnen? Ja, wie denkt die Mannschaft drüber? Im Endeffekt ist das größte Highlight vermutlich von jedem Fußballer, wie wir es in Gurten da sind. So ehrlich müssen sie alle eingestehen, so ehrlich müssen sie alle sein. Wie wir mal gewinnen. Im Endeffekt, wenn wir sich auf unsere Tugenden, auf unsere Stärken konzentrieren, ist in 90 Minuten relativ viel möglich. Mit ein bisschen Glück, vielleicht auch über 120 Minuten. Aber wir werden die nötige Kampfkraft da am Platz bringen, damit wir vielleicht die Überraschung daran liefern können. Du hast gesagt soeben, wir gehen 2 Stunden schlafen und dann
haben wir die Rapidler her. Genau, zu dem stehe ich auch. Es wird genau der Tagesverlauf dann von mir sein und vermutlich auch von einigen anderen. Wir haben auch einige dabei, die eine eigene Firma zum Beispiel führen. Die müssen sich natürlich das alles einteilen. Aber unterm Strich wird es nicht viel anders ausschauen als wir gegen in der Meisterschaft. Cheftrainer Peter Matric hat für seine Mannschaft eine Hoffnung zum großen Glück. Peter Matric, 27. September, der wichtigste Tag im bisherigen Leben im Fußballgeschehen des Peter Matric? Nein, gar nicht. Es gibt viel wichtigere Tage und es ist in Wahrheit nur ein Fußballspiel, aber es ist natürlich ein sehr wichtiger Tag für mich, was in der sportlichen Karriere natürlich gegen so einen großen Gegner betrifft, aber es gibt natürlich wichtigere Tage. Das Glück ist ein Vogel, heißt es, aber zweimal Top-Mannschaften im Cup gezogen, das ist schon ein besonderes Glück, ne? Ja, das ist absolutes Glück, beziehungsweise muss ich da der Mannschaft ein großes Lob einfach irgendwo zukommen lassen. Das ist einfach der Lohn für harte Arbeit, für das, dass wir immer wieder in diese nächsten Runden gekommen sind und das hat sich die Mannschaft erarbeitet und hat es verdient. Wer Rapid schlagen will, wie man heute auch gehört hat, was er sein kann, wie würde es da aussehen, wenn ihr mal gegen Ried spielt? Ja, mir steht das nicht zu, dass ich diese Dinge beurteile. Im Gegenteil, wir dürfen sie nicht mit irgendeinem Bundesligisten oder Zweitligisten irgendwo messen oder vergleichen, weil das sind wir nicht. Wir sind ein Amateurverein, der was mit dem natürlichen Umfeld einfach schaut, dass er immer wieder für Furore sorgt. Und das Einzige, was mir sehr wichtig ist, ist einfach diese Verkörperung in dieser Region, diese Innviertler-Mentalität. Die leben wir als Verein, die lebt meine Mannschaft und durch das sind wir sehr stolz, dass wir da sind, wo wir sind. Wie wird das eigentlich argumentiert? Kommt das vom ÖFB oder von der BH? Die guten Fans sind jetzt nicht unbedingt die klassischen Hooligans, aber wie viel mehr Aufwand ist das? Also der ÖFB hat uns vor einigen Tagen Bescheid geschickt, dass er das als Risikospiel deklariert hat. Und dann gibt es 4-5 Gründe, die dafür sprechen. Das kann entweder sein, weil mehr als 20% Gästefans im Stadion sind, weil mehr als 1000 Gästefans im Stadion sind, weil das Stadion ausverkauft oder voll ist, weil es mit einem der beiden Vereine oder mit beiden schon mal Probleme gegeben hat, also mit uns wahrscheinlich nicht. Ich habe heute mit diesem Sicherheitsverantwortlichen von Rapid gesprochen, der sagt, das ist ein Witz und er wird das beim ÖFB deponieren, warum man da gegen Gurten ein Risikospiel macht, das hat überhaupt keine Notwendigkeit und so. Die BH selbst hätte es nicht als Risikospiel gesehen. Natürlich mit dementsprechenden Vorsorgen, wie ich gesagt habe, beim Beamten und Roten Kreuz und Leibesvisitation durch Securities und so weiter, das schreibt die BH vom Haus aus vor. Was jetzt ist, das Risikostück sehen, das ist vom ÖFB gekommen, du kannst das aber nicht verhindern oder beeinflussen, das ist so hinzunehmen. Also es gibt sicher keine Bedenken, dass sie Gurtner Fans irgendwie da mit Rapidl anlegen oder so. Ja? Das wird nicht der Letzte sein. Aber es gibt leider in den Foren, ich lese das nicht, das Prinzip nicht, offensichtlich seit Wochen eine Kommunikation zwischen Fanclubs aus der Wiener, aus der Riederszene, die sich da treffen wollen und sich vielleicht einen Schädel haben. Das ist ein gutes Spiel. Der Kofferanil, wir waren mit dem Beamten beim Rundgang dabei, da ist die Mauer nicht um diesem Kaufhaus, die ist 2 Meter. Da haben sie uns gesagt, da könnten sie ausrennen oder ausspringen. Ich muss da weder mit Rektor zitieren, gegen sich die Gegner, sagt eigentlich immer ähnliche Worte, die ist vielleicht nicht ganz jugendfrei jetzt darin, aber im Endeffekt scheißt er eben denselben Scheiß. Wurscht, ob der jetzt 15 Millionen Mark gemacht hat oder nichts für wir, weil im Endeffekt wir werden nicht über den Marktwert gemessen, gibt es natürlich Dinge nicht, ist aber in jedem eigentlich komplett wurscht. Wir haben uns die letzten Jahre schon diverse ganz gute Gegner gehabt. Erst vor kurzem haben wir gegen Mallorca gespielt, das heißt, da geht schon in eine Richtung, wo man sagt, okay, gegen sich nein, spielt man sich tagtäglich. Und Rapid ist auf einem ähnlichen Niveau wie Mallorca. Wir haben es auch ganz gut präsentiert und waren, wie gesagt, wie unsere Leistung am Platz bringen, dann haben wir mal gegen wie Rapid die Chance. Wie macht es ihr Spieler das? Wir haben es erst wieder getan, die Arbeit soll teilweise bis zu 40 Stunden am Matchtag gegen Rapid. Gibt es da Urlaub oder wird ganz normal gearbeitet oder
kommen vielleicht die Arbeitgeber euch sogar ein bisschen entgegen, was sicherlich schwierig in der heutigen Zeit ist. Ich kann jetzt da von mir persönlich reden, das ist eigentlich die einzige Geschichte, wo man schon Gedanken gemacht hat über das Spiel, wie der Tag laufen wird vor der Partie. Ich werde auch nicht bis 1:20 Uhr hacken und danach bin ich auf den Sofa fahren, 2-3 Stunden und dann umgehen, wenn ich über sie wohnen wird, kann man zu Fuß umgehen ins Stadion und dann werden wir Rapid haben. Dann werden wir Rapid haben. Dann werden wir Rapid haben. Ich habe jetzt kein Problem mehr. Perfekter Schluss.